So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Last of Us. Keine Waffe. Wir sind wieder im Krankenhaus. Aus Teil 1. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist gemacht. Echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Ja. Eigentlich muss ich Mel zustimmen, dass sie sagt, dass Abby scheiße ist. Das stimmt. Bitte zurück!
Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Lev! 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 Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Er lügt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hörst du das? Lev! Ja, ich hab den Hund gehört. Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Hol's, Mädchen. Na, schon cool, dass sie sowas mit eingebaut haben. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirfst. Ja, machen wir es halt nochmal. Ja, so schnell. Ich weiß nicht, keine andere Richtung. Ich muss dich dahinter irgendwo werfen. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Ich denke nicht. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Wo werfen wir denn hin? Wir sollten weiter nach ihm suchen. Ich kann sie nicht wegnehmen und umwerfen. Die guckt nach einem Schäferhund aus. Ich kann das sagen, ich hatte selber zwei, glaube ich. Ich glaube, zwei habe ich damals besessen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, wer könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagt
sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Okay. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Okay. Ja, schauen wir mal. Balla. Ja, da geht's nach oben, da wollen wir ja, glaube ich, gar nicht hin. Oh, sorry. Hier muss es noch irgendwas geben. Naja, die Shirts nicht, die sind schon sehr angegammelt. Besseres als diese Shirts. Würde ich auch sagen. So wie das. Das ist schon zu angegammelt. Würde ich auch nicht wollen. Aber wenn du eine Zivilisation hättest, wo es auch eine Waschmaschine gibt, dann wäre sowas, denke ich, denkbar. Auch sowas zu waschen. Was haben wir hier? Eimer, Gläser. Das müsste ein Pelikan sein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, dass das ein Pelikan ist. Das ist süß. Siehst du was, das sich lohnt? Nein. Such weiter. Finden bestimmt was. Weil er mag Haie, vielleicht findet man irgendeinen Stoffhai oder irgend sowas hier. Bei dem Chaos. Ja, obwohl die Shirts sind eigentlich cool. Das mit dem Hai drauf, das würde mir gefallen. Was haben wir da? Okay. Kann man da drüber? Nein. Wir sind ja nicht in der Hauptwelt. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Kann man da raus? Nein. Was haben wir hier? Ja, genau das habe ich gemeint. Hm.
Na, ich würde ihn cool finden. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Mel liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja. Indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Okay. Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Da würde ich gern drüber, aber das kann ich ja leider nicht. Ist noch das Aquarium okay. Wir haben ja wieder Muni. Alle Waffen sind geladen, what? Das ist ein bisschen... Wow. Das wird doch nichts. Nein. Das könnte... mit dem Tod enden. Dann müssen wir irgendwo oben rum. Das ist alles Schrott. Aufzug? Haben wir hier irgendwas, was uns weiterhilft? Mal schauen. Also der Aufzug nicht. Okay. Ah, da kommen wir gerade her.
Na, da kommt man nicht rüber. Ich habe da eine Münze, glaube ich, gesehen. Kansas. Da kommen wir nicht hin. Wir kommen nirgends hoch. Mal schauen, wo mehr. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Ja, eine taffe Lady, muss man das mal so sagen. Jetzt mal einen Arm verloren, aber ist tough unterwegs. Oh wow. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich meine, sie ist seine Mutter. Okay. Moment. Wir haben doch vor ein paar Folgen gehört, dass die Kinder einfach ausgetauscht werden oder die Eltern. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außenrum. Haben wir doch, wo wir in der Basis waren, gehört, dass die einfach die Kinder irgendwie austauschen. Ich weiß es nicht, ob wir da rein müssen. Ja, ich muss ein bisschen gucken nach meinem Zahn ab und an. Hier runter. Ach, da runter müssen wir. Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Na, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe das aber schon ewig. Dass mein Zahn im Arsch ist. Der ist Scheiß Sackgasse. Dass mir ein Teil vom Zahn abgebrochen ist, vor einiger Zeit. Abby, hier drüben. Wow. Die ist nützlich. Ja, mir ist vor anderthalb oder zwei Jahren ein Zahn abgebrochen. Stopp. Ich mach das. Und seitdem gehe ich dann mit der Zunge wieder ab und an drüber und gucke, dass da kein Dreck drin ist. Zahnarzt? Nö. Hatte ich jetzt keine Zeit. Und ihr wollt ja mit Material versorgt werden, da habe ich nicht
Muss ich ja in Massen vorproduzieren, was schwer werden könnte. Mit Arbeit. Ich mache das dann wahrscheinlich in meinem Wagen im nächsten Urlaub. Werde ich dann mal schauen, dass ich das mal mir mal den Zahn machen lasse. Wir sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Okay. Ja, aber ich möchte jetzt nicht weiterreden über mein Zahnproblem. Ich denke, das wird kein Schwein interessieren. Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe es, okay? Okay. Das klingt nach einer Schießerei. Ja, das ist eine Schießerei. Oder eine Fetzerei. Je nachdem, wie man es nennen will. Oh. Wer ballert denn hier? Ist theoretisch möglich. Ich spreche jetzt in der Theorie. Dass das Tommy ist? Na, da kommt man nicht hoch. So hat mir der Weg. Da kommt man nicht hoch. Ah, da muss ich durch. Runter! Wow. Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Ich wollte auch gerade fragen, Manny, was machst du hier? Unten bleiben. Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringling. Was für Eindringlinge. Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Wo ist denn der? Wir haben uns hart zugesetzt. Wow. Wow. Okay. Oh, wow. Oh, no. Abby! Der ist fast draufgegangen.
Wow. Oh. Scheiße, der ist schnell. Ja, hier lang. Sieh. Also vom Schussverhalten her könnte das Tommy sein. Los, los! Jetzt müssen wir quasi von Auto zu Auto. Ah, das ist viel zu offen. Ich riskier's. Schnell. Da oben ist er. Der muss doch auch mal irgendwann nachladen. Nee. Sehr gut. Oder so. Am Ende ist beim LKW. Und weiter. Komm, komm, komm. Bist du okay? Alles gut. Was jetzt? Wow. Wir müssen den irgendwie... Was für Teufel? Oh. Ja, da war ich selber schuld. Okay. Also sobald der die Reflektierung nachlässt, können wir vorrücken. Jetzt lasse ich ihn nochmal schießen, dann rückt man nochmal vor. Komm, schieß! Manny? Ach, der ist da hinten. Vergiss die Straße. Okay, was sollen wir machen? Erstmal eine Pause, würde ich sagen, weil der Part geht lang genug. Ich würde mich jetzt hier... Los, rein in die Garage. Wo? Wie? Was? Ach, da. Ja, das war jetzt klar. Aber ich möchte mich jetzt schon mal an dieser Stelle verabschieden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Bis bald. Euer Kai.